Herzlich willkommen bei Notenlesen leicht gemacht von und mit Petra Amersreiter. Viel Spaß! Und hier die Auflösung. Ich spiele es euch nochmal vor. Ihr könnt unten in den Noten mitlesen. Hier wieder unsere Tasten. Und jetzt spiele ich hier unten, beginne mit dem G. Jetzt kommt der Teil, den ich euch markiert habe, hier oben mit den roten Strichlein. Ein bisschen schneller als der Rest. Ja, und was jetzt? Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Melodie, die unter den Grundton fällt, also auch jetzt unterhalb dieser Linie liegt. Was aber kein Problem ist, ihr seht ja an den Tasten, dass die Tonleitern bzw. die Töne sich nach links und nach rechts ewig erweitern lassen. No, nicht ewig, aber zumindest was den hörbaren Bereich betrifft. Also wenn wir hier unseren Grundton haben, ist links noch jede Menge Luft nach unten, um da weiterzuspielen. Also wenn meine G-Dur-Tonleiter hier aufhört, verlängere ich sie einfach nach unten und da kommt dasselbe wieder. Also wenn ich hier die Töne der G-Dur-Tonleiter habe, dann setzen die sich nach oben wieder fort. Man nennt das dann eine Oktave höher. Da bin ich wieder beim Ausgangston und wie schick, ich kann es auch nach links verlängern bzw. nach unten und habe wieder dieselben Töne. Es liegt daran, dass wir nur 12 Stammtöne haben und die sich dann nahtlos immer wiederholen. Also 7 weiße, 5 schwarze Tasten und dann wiederholt sich's. Das seht ihr hier an dem Muster. 3, 2, 3, 2 und so weiter. Ne? Also mehr als 12 Töne muss keiner wissen. So, das hat es jetzt mit G-Dur auf sich. Ihr könnt noch in Ruhe ausprobieren und nachspielen oder nachsingen. Vielleicht nehmt ihr auch eine Flöte oder irgendein anderes Instrument und probiert das selber aus. Fühlt euch frei, einfach in der Musik zu experimentieren.